die Woche 5 Story-Aufträge sind da. Falls ihr die Woche 3 und Woche 4 Videos noch nicht gesehen habt, checkt die auf jeden Fall sofort aus. Wir starten mal rein. Vorher Like und Abo nicht vergessen. Ich bin Iron Man, heißt die Aufgabe. Die Rede mit Iron Man über seine Ausrüstung. Wir starten rein. Let's go. So, hier irgendwo soll Iron Man sein. Hier landen halt jetzt gerade irgendwie alle. Und hier will auch einer zu Iron Man, wenn wir uns kurz hier befreunden können. Danke. Hey, Tony ist zurück. Meiner Erfahrung nach kann man mit Stark-Technologie toll Größenwahnsinnige ausschalten. Die zweite Aufgabe, durchsuche eine Stark-Industrie-Truhe. Das kriegt man ein. Hoffentlich ohne getötet zu werden. So, hier haben wir die Stark-Truhe. Let's go. Gegner mit Stark-Waffen aus einer zusammengerechneten Entfernung. Machen wir. Wir haben ja schon die ersten 11 Meter. Applaus. Bis gleich, wenn wir es geschafft haben. Da haben wir es. Fliege mit Iron Man's Flug-Equipment über Castle Doom. Und wir haben es. Ich empfange hier ein starkes Signal von den Rissrekalibrierern. Ja, Tony hat mir was gegeben, mit dem wir immer ausschalten können. Darf ich mich dir mal ganz kurz verletzlich zeigen? Bitte nicht. Als die Hohe Gesellschaft Charlie entführt hatte, hatte ich nur Rache im Sinn. Zu sehen, wie du dich immer wieder für Gerechtigkeit eingesetzt hast, das half mir dabei, mein wahres Ich wiederzufinden. Lass mich raten, den charismatischen Mentor, der sehr weise ist? Genau, du verstehst mich, siehst du? Darum sind wir so ein gutes Team. Server 25 Objekte mit Iron Mans Kampfequipment oder War Machine. So, 5 Stück noch. Gut, das haben wir auch. Ja, mach ich. Das macht wirklich glücklich. Wie sieht's aus? Nehmen wir uns jetzt Emma vor? Schon sehr bald. Ich will erst für alles gewappnet sein. Oh, ich erinnere mich noch daran, wie ich auch mal so war. Wie die Zeit vergeht. Ich weiß nicht, was ich hier tue, aber ich gebe mein Bestes dabei. Ich esse die Klombeeren, sozusagen. Ich bin stolz auf dich. Ernsthaft. Danke, Jones. Ich glaube, das mit Klombe wurde jetzt auch gelöst. Das war tatsächlich ein Teaser für Lego, weil Lego hat gerade ein Klombe-Update bekommen. Waren das alle Aufgaben? Das waren alle Aufgaben. Gut. Es gibt aber noch einen kleinen Bonus. Es ist ja gerade der neue Modus rausgekommen, also Tag des Dooms. Und da gibt es Free Items. Ja, Free Items. Einen kostenlosen Ladebildschirm. Das sind eigentlich einfache Aufgaben, wo ihr einfach den Modus ab und zu mal spielen müsst. Und dann habt ihr die Aufgaben durch und dann kriegt ihr den Ladebildschirm. Könnt ihr mitnehmen, ist jetzt im Story-Video bonusmäßig mit drin. Aber das war's dann, ist im Story-Video. Lasst ein Like und ein Abo da, schaut euch gern Teil 3 und 4 was, glaube ich, an. Und dann, ciao.